Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. So, es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder den Leuten zuzuhören, was sie so quatschen. Und wie soll man einfach nachfragen? Gibt es hier auch irgendwas Interessantes? Ich sehe gerade nichts, aber. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Dialoge Axi. Dialoge, die mit Axi markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt, Alter. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen können. Investiere die Fähigkeit Täuschen im Charakterfenster. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Ja, wir haben ein bisschen Erfahrung gekriegt. Verschwinde! Wir reden nicht mit dir! Ich habe genug getrunken. Alles dreht sich. Das ist nicht der Fusel, sondern Hexerei. Ja. Wir haben ihn verhext. Kennzeichen 21 Minuten. Schön. Na. Kann ich ausmachen und anmachen? Da ist eine Leiter nach oben. Fragen wir sie mal. Hallo. Brauchst du sonst noch was? Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Leb Okay. wohl. So, was haben wir denn da noch für Leutzle? Ui, hallo Katze. Hallo. Katze. Ja, hallo. So, Mädels, was habt ihr denn zu sagen? Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Ochsenfurt. Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Können wir hin.
Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Okay. Schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Ja. Es ist auf jeden Fall besser, sowas zu sagen, also sowas zu schreiben halt, wie es ist, dass keiner irgendwie sagt, ja, der Krieg ist gut, Krieg ist scheiße und Krieg fordert Opfer und das passiert im Krieg. Selbst die, die auf der guten Seite stehen mögen, verursachen mehr schlimme Sachen als die meisten Verbrecher. Aber gut. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwint? Gwint? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Dialoge, Gwint, durch Option mit markiert sind, wird eine Gwint-Partie gestartet. Na gut. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Ich bin gespannt. Huch. Willkommen bei Gwint. Gwint ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zwei Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte, okay. Du beginnst. Ach, geil. Klirrende Kälte. Starthand. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr. Setz diese 10 also klug ein. Moralschuh. Stärke der Einheitskarten. Dies ist eine Einheitskarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an 1. Die Karte vom Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert die Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Ich glaube, ich verstehe es so wie Magic. Aha. Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Manche Einheiten haben Spezialfähigkeiten. Moralschub. Plus 1 Stärke, okay. Wetterkarten gehören zu Sonderkarten. Regen ist gut gegen Belagerung, Schnee wie die ist gut gegen Nahkampf oder Dings und Nebel ist gut gegen Dings. Okay, verstehe.
Ich kann 2 abwerfen. Und neu ziehen. Anführer. Okay. Ich bin am Zug. Jetzt bin ich besser. Okay. Tue ich den Moraltyp hier auf, der alle plust. Und okay, da hat hinten nur die eine Balliste, die schwach ist. Deswegen mache ich den Nahkampf. So, und wie kann ich jetzt angreifen? Kann ich 2 Karten? Ja. Coole Effekte. Lebensedelsteine. Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Du hast die Runde gewonnen. Cool. Was? Oh. Okay. Hm, tja, ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können.
Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Okay, ich darf nicht alle Karten benutzen. Sonst habe ich keine mehr für die ganzen Runden. Okay, verstehe irgendwie. Aber es ist schon ein bisschen, ja, interessant, sagen wir es mal so. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Oh. Interessant. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Neuer Gegenstand erhalten. Zitronenwodka. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Gerald von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Und wer Was bist du? Ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Okay. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Ja, das ist durchaus möglich. Gut, ich wollte mal da hoch, falls ich darf. Kann ich nicht, ist also nur so angelehnt. Okay. Hey, sieht ja aus wie so Traumfänger-Art-Dinger oder so, keine Ahnung. Ein bisschen strange. So, mein Freund. Ja? Was ist denn, Wolf? Was? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt
ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Was? Ich bin schon fast 100. Zieht man ihn aber nicht an. Hat sich gut gehalten. Gut Gesichtscreme. Bis später, Wesemir. Okay, dann wirst du noch ein bisschen weiter saufen und wir gehen mal raus, würde ich sagen. An die frische Luft. Hier mieft nach alten Blumen, die von der Decke hängen. So, huch. Ausgetrunken. Na hallo? Mhm. Dann verpiss dich. Was? Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Oh oh. 3-1, holla, seid ihr tapfer. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. 3 von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Sicher? Schlechte Idee. Nicht nachlassen! Sohn einer Ziege! Was für ein Viech? Sohn einer Ziege? Alter, ich geb dir gleich. Was für ein Pisser, du bist tot. Spiel speichern. Okay. War nett, euch zu treffen. Ja. Schlaft schön. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verführt. Er hat gezappelt und geschrien. Komm, da haben sie ihn doch. Okay. Ich werde das ganz schön umgeschlagen. D-E-R-V-A-N, nicht Goidemar. Aber taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. So weit weg? Gut, wer ist denn da? Hallo Junge. 1, 2, 3. Die alte Hexe kommt vorbei. Die alte Hexe? Ist aber ganz schön weit, wo wir lang müssen. Ich wollte aber gern zu Fuß. Falls irgendwas auf dem Weg ist. Ja? Huch, da. Mal kurz gucken. Das hier Kopftuch erstens nicht geladen gewesen. Ich glaube, dir kann man trauen. Ja, schön, freut mich. Sei gegrüßt. Tag, Freund. Alles fit im Schritt. Hallo. So ein Mist. Und jetzt? Schau mich nicht so an. Schau mich nicht so an. Ich starre, wenn ich will. Kleiner Sack. Alter. Boah. Sieht nach krassen Sturm aus. Alter, da schüttelt es mich gleich schon. Bei dem Wetter. Sieht übel aus. Okay, da muss ich nicht lang, ich muss da lang. Oder? Ja, irgendwie so doch da lang, aber. Oh, ein Haus. Oh, man hört richtig den Sturm. Das ist mega geil. Friedhof von Weißgarten. Ach du Scheiße. Oh, da hat einer gebuddelt. Oh, ich habe was gefunden. Juhu. Magie. Ein Ort der Macht.
Ja, dachte ich mir auch gerade. Oh, so ist die Pflanze. Das. Zutaten. Zirnpilze. Was für fette Pilze. Was? Was da oben brennt? Achtung! Ich gehe lieber weg. Huch. Eine Erscheinung Level 7, na toll. Ich habe nicht mal gegen die Ertrunkenen eine Chance gehabt. Lauf, Plätze! Oh oh, geh weg! Nein, geh weg! Einfach nur weg! Uah. Ich besuche dich später mal. Doch, hier da oben. Hallo Leute. Hey Jung. Ich wollte da lang. Wie das hier aussieht. Bewachter Schatz. Was ist das für ein... Level 5. Nimm mal Stufe 1. Beweg dich. Obwohl ich kann ja mal jetzt probieren. Kurz speichern. Dann kann ich es ja mal probieren, sind ja bloß Wölfe. Wolfsleber, rohes Fleisch. Wo ist so ein Discord? Irgendwas Buntes da. Das. Optima Mater wird für euch mit Zubereitung verwendet. Okay, so ein komischer bunter Stein. Oh. Oh, wie viel?
Oh, verdammt. Hups. Ist auch mal eine Wasserflasche. Da hinten laufen noch welche rum. Warte mal, war das der bewachte Schatz oder... Nipp, da vorne muss der Schatz sein. Futter mal ein bisschen. Werde ich mich gleich mal darum kümmern, wenn er fertig regeneriert hat. So, dann speichere ich nochmal ganz kurz. Jetzt bin ich auch gespannt, ob ich da gegen die eine Chance habe. Sieht auch aus wie ertrunkene Schüler. Halt. Ich sehe schon wieder was Schönes. Honigbarbe. Drei Stück. Gaswolken hoch. Nervenprobleme. Ertrunkenen Hirn. Da war die. Noch drei? Huch. Ich bin auf jeden Fall falsch. Bin viel zu weit nach vorne gelaufen. Aber vielleicht war der Schatz einfach das, was ich da schon gefunden hatte. Oh, dieser Sturm. Naja, schau mal, war das echt der Schatz. Cool. Wird Spaß machen. So cool. Blitze! Wo kommst du denn her? Lass nicht schwimmen gehen, ey. Badezeit ist immer dienstags, mittwochs und freitags. Für dich. Das
Wasser sieht auch geil aus. Super. Komm schon. Stecken wir das Schwert wieder ein. Halt. Schön im Training bleiben. So, ich würde sagen, hier reite ich mal nicht lang. Hier laufe ich lieber. Nordling? Nordling? Ech, Elen, Ted Ategane. Epeboni Alba. So. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, kannst... Habt ihr Arbeit für mich? Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich. Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Ich gebe gleich zum Turm. Okay, wo ist das ein Gegner? Wo? Hier unter der Brücke oder der Typ da? Ja? Nein. Whoops, das war Fallschaden. Es tut mir leid. Wir tun, was wir können. Hätte vielleicht Anlauf nehmen sollen. Stimmt, da unten war auf jeden Fall ein tödliches Monster. Das Monster namens Fallschaden. Ladezeit ist aber schon lang. Hallo? Ah, okay. Ja. Gut, aber an der Stelle würde ich sagen, machen wir wieder einen Cut. Und sehen uns gleich wieder, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Euer Shadow Mask. Ciao.